Hey, ihr Killer-Doggies da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bedrock mit dem Killer Crafter. Hi! Ja, ne? Ja, heute mal wieder Bedrock. Leider. Nee, das ist doch Titan. Ja, genau, ist Titan. Nee, leider ist es eben kein Titan mehr. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die meisten von euch hier die letzte Titan-Folge gesehen haben und das so ein bisschen mitgekriegt haben. Und wir dachten uns einfach, wir machen jetzt quasi noch so eine, keine Ahnung, Folge Bedrock, wo wir ein bisschen darüber talken. Und ja, man muss halt vorneweg einfach sagen, es war ein fucking geiler Fight. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Also auch das Gegnerteam ist sich da mit uns einig, also anymore. Und es hat Spaß gemacht, ja. Es war schon cool, muss man sagen. Es war auf jeden Fall echt ein nicer Kampf und hat mega Spaß gemacht, aber wie ihr gesehen habt, ich war irgendwie nicht geistig in der Lage, irgendwie krass irgendwie gut zu kämpfen, einfach nur aus dem Grund, weil ich ständig lachen musste. Ich hatte einen Lachflash des Todes, bitte fragt mich nicht warum, aber wenn mein Körper nervös reagiert, dann bekomme ich einen Lachflash, dann kann ich nicht mehr aufhören. Und ich habe einfach teilweise so gelacht, ich konnt mich wirklich nicht mehr zusammenreißen. Ja, also, wie gesagt, man muss dazu ja auch noch sagen, dass wir so ein bisschen verkackt haben mit dem Essen und wir wissen zwar jetzt die Kommentare noch nicht, aber ich wette, es wird dann da tausendmal drin stehen, wir haben doch gesagt, ihr müsst Essen machen und keine Ahnung was, aber ihr dürft ja auch nicht vergessen, ja, Leute, dass wir gesniped wurden, ja, das dürft ihr nicht vergessen, wir wurden gesniped, das heißt, wir hatten keine Chance mehr, Essen zu machen, wir wussten halt einfach, dass sie uns snipen, weil sie uns das vorhin so ein bisschen mitgeteilt haben. Aber wir wurden halt gesniped, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Es war nicht irgendwie so abgesprungen, so ja, in dieser Folge fighten wir dann, sondern wir wurden halt echt einfach nachgejoint, gesniped und geholt, ne? Muss man halt dazu auch noch sagen. Weil wir ja einen Tag vorher nichts hochgeladen bzw. nicht aufnehmen konnten und Strafe fight zerfahrt, ne? Wollen wir zu Rot gehen? Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, Rot. Ich hab mir gerade einen Bogen gekauft und kaufe mir jetzt gerade noch so ein bisschen Essen und komme jetzt wieder zur Mitte. Ich will halt der Grüne, ne? Der geht immer wieder zur Mitte und will sich Gold holen. Und ich will den am besten daran hindern. Aber ich treffe ihn, glaube ich, nicht. Nein. Okay, gut. Die Grünen haben jetzt. Warte, ich habe. Na, der war schon in der Base. Ich habe ihn aber noch. Nice. Das Team ist erstmal draußen. Alleine rot geraggt. Easy Rag. Und was man dazu noch sagen kann, Leute, ist, wir haben es natürlich echt so ein bisschen mit dem Essen verkackt, muss man sagen, weil wir hatten wirklich die beiden, laut ihnen, wir haben deren Aufnahmen noch nicht gesehen, beide teilweise wirklich auf einem Herz unten oder so, aber konnten dann halt nicht richtig nachrennen wegen Essen und sind dann dementsprechend einfach beide alleine reingerannt. Es war ein bisschen doof gegen Ende hin. Aber es war echt doof, aber wir haben es Anfang gut gemacht, auch mit der Brücke und so weiter. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Das hänge ich jetzt übrigens ins Pre-Intro. Guckt euch das auf jeden Fall an, bevor ihr die Folge hier guckt, weil ich möchte euch da irgendwie nicht spoilern oder so. Aber Leute, es war von unserer Seite ein echt nicer Kampf, der hat echt Spaß gemacht, aber ich werde auf jeden Fall, vielleicht sind wir ja in der nächsten Staffel auch dabei, wer weiß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Wir haben es nicht bereut, dass wir mitgemacht haben und ja, auf jeden Fall nicht. Es war halt einfach irgendwie unser Schicksal, würde ich sagen. Ja, es war halt damit angefangen, dass wir an diesem einen Tag nichts aufnehmen konnten. Dadurch waren halt unsere Folgen auf YouTube aktuell mit der Situation auf dem Server. Und das wurde dann halt einfach gut ausgenutzt. Ende. Also kann man halt so sagen. Ne? Wir haben es an dem Punkt klar ein wenig verkackt. Kann man nicht abstreiten, aber es gehört halt auch irgendwie zu einem PvP-Projekt dazu. Ne? Also das Sterben ist irgendwie. Und so, Team ne? Blau alleine geraggt. Nice. Was geht bei dir? Und ich habe noch nicht mal ein Schwert. Ich habe einfach Alter, nur mit Feuer. Der Spitzhacke und mit dem Knüppel. Kannst du mal irgendwie ein bisschen zum Eisen bauen? Weil ich habe 20 Gold, Alter. Ich habe noch nicht mal ein Rüstungsteil oder ja, so. Ja, ich würde sagen, wir racken so auch noch grün, oder? Ja, die haben eben Bogen. Das ist das Problem. Ja, dann opfer ich mich. Leute, denn ernst? Ja. Nein! Was wollen sie jetzt machen, ne? Was wollen sie jetzt machen? Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Yes! Yes! Moment. Also es war halt, man muss dazu sagen, wir hatten halt allgemein so ein bisschen Equip-Nachteile, auch mit dem Schwert zum Beispiel, dass sie halt beide ein Diamantschwert hatten und wir einmal noch so ein Nether-Schwert und halt auch mit Pfeilen. Sie yes, halt deutlich der, auch mit der erste Pfeile. Typ fliegt, ich gehe zum Eisen. Nice. Okay, ich flieg auch. Kackegal, wir haben den anderen Typen, der den Knockback-Stick hatte und jetzt kannst du ja... Ja, egal, ich baue mich jetzt einfach mal zum Eisen, würde ich sagen.
Ja, das Problem ist halt der Typ mit dem Bogen, ne? Wenn wir den haben, dann ist eh Ease. Ja. Auf jeden Fall, Leute, ich muss sagen, boah, ich bin noch immer irgendwie so aufgeregt und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr einfach lachen müsst, wenn ihr aufgeregt seid. Das ist, war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich, weil ich meine, es soll ja ein ernsthaftes PvP-Projekt werden. Und dann hänge ich da und lach einfach bis zum geht nicht mehr. Das war natürlich ein bisschen peinlich, aber Leute. Da muss dazu noch sagen, dass ich war sau nervös, ne? Also ohne Scheiß, war ja für mich auch so das erste, ich sag mal etwas größere Projekt, wo ich allgemein mit am Start war und auch so das erste PvP-Projekt, wo ich mit am Stizi war und es war für mich schon so eine Situation so, fuck, ja. Wenn man versteht, was ich meine, so eine Fuck-Situation halt, ne? Ja. Kennt jeder, wo man sich aber nur denkt so, shit. Ich meine, es war auch mein erstes PvP-Projekt, ich würde nicht wissen, wie ich in Varus reagieren würde, wenn ich da dabei wäre, weil ich glaube, da wäre ich bei jedem Kampf so nervös, weil bei so vielen Teilnehmern besteht halt immer die Gefahr, dass immer jemand am Server ist, ne? Und das ist halt echt ein bisschen crazy. Und ja, keine Ahnung. LOL! Ja, ich hab den mit dem Bogen runter. Echt? Ernsthaft? Nice. Ja, weißt du was? Dann komm ich jetzt. Komm mal kurz zur Mitte und nimm das ganze Gold mit und komm zu stärkgetragenen Eisenschwerter und so. Ja, warte. Alter. Achtung, der kommt, die kommen. Schieß die irgendwie mit dem Bogen runter. Wenn's geht. Ja, kein Ding. Also, du hast noch nicht mehr Ausrüstung. Ohne Witz, hier, nimm. Take this shit. Hier. Take this. Gib mir. Hier. Wow, nice. 40 Gold. Keine Ahnung. Ich rüste uns jetzt OP aus, ja? Ja, so Eisenschwerter, Stärketränke. Würde ich sagen, beide ein 13er Bogen. Läuft. Nee, 13er Bogen brauchen wir ja nicht unbedingt. Besser eine Enderperle wäre natürlich episch. Ich habe mir jetzt einfach einen 13er Bogen gekauft. Okay, YOLO. Warte, zwei Stärketränke, dann können wir uns noch... Ganz ehrlich, wir brauchen keine Enderperle. Wir können das auch so schaffen, ja? Denn wir schaffen das. Denn wir sind Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Heppo und Wendy machen den Job. Okay, Leute, es wird hier echt zu creepy. Auf jeden Fall möchte ich einfach nochmal Danke an das ganze Team sagen von Titan, weil ich meine, die haben gute Arbeit für die Einladung. Natürlich. Also. Die haben wirklich super Arbeit geleistet und Dankeschön. Ich bin so stolz auf euch. Danke. Vielen Dank. So, irgendwie bin ich so auf dem Weg zu grün. Ja, warte, ich hab doch noch Equipment für dich. Wenn du jetzt runterfliegst, ne, dann klatscht der. Der Witz ist, ich bin schon fast dort, ja? Das bedeutet, du baust fast deren Bett ab. Warte, also, die werden dich runterkicken, Killer. Also, nee, Alter, ein Scheiß wird da runtergekickt, Alter. Okay, sie haben mich runtergekickt. Vor allem so, ein Scheiß werden die mich runterkicken. Ja, sie haben mich runtergekickt. Es war close. Es war freaking close. Muss man dazu sagen. Hast du jetzt alles so mitgenommen? Nein! Ey, Alter, du hast noch meinen Equip, ne? Ja, natürlich. Achtung, der andere geht zur Mitte, der eine Grüne, ne? Warte. Jo, oh, ja. Ich hab ihn. Nice. Ja, nice. Okay, weißt, ja. Ganz ehrlich, dann baue ich mich jetzt zu denen und baue deren Bett ab. Warte, ich muss doch zuerst noch deren Bett abbauen. Was glaubst du denn? Ja, da sind ja wieder die ganzen. Was, Schuss, Alter? Ne? Was hatten die denn da? Was haben die denn? Warte, bau mal deren Bett ab. Nee, Spaß, ich baue es ab. Nee, ich habe eine Spitzhacke gekriegt aus der Kiste. Ich baue das jetzt ab. Ja, es ist jetzt mein Bett. Du hast schon zwei. Ja, der andere ist down. Ja, der eine fliegt, der müsste fliegen und. Der ist down. Der eine läuft noch. Ja. Er baut den Block ab, naja, keine Chance. Ja, er fällt. Ich möchte keinen. Er fällt, sterbe ich auch noch. Ich weiß nicht. Oh, nein, schade. GG. Nice. Ja. Würde ich sagen. Ja, kein Hipster, Pascal. Ihr seid nicht so gut wie Anymore. Genau. Natürlich. Aber das Lustige ist, vielleicht ist das doch Mr. Moore, denn er heißt doch auch Pascal. Hui. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen. Naja. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. So gut hätten wir eigentlich auch in Titan spielen sollen, aber stattdessen bekommen wir Lachflashes, sind nervös und können nichts. Nee. Wir haben gut gespielt. Wir haben gut gespielt, ja. Also wenn sogar Mr. Moore und Any Art beide sagen, wir hätten gut gespielt, dann muss da was Wahres dran sein, ja. Damit tröste ich mich jetzt jeden Abend, damit ich mich nicht in den Schlaf heulen muss, ja. So muss das. Nee, natürlich nicht. Auf jeden Fall, ja, von meiner Seite aus würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Bedwars oder so. Keine Ahnung. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao.